Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben heute einen Gast aus der Herzchirurgie, Herrn Professor Mehlhorn. Herr Professor Mehlhorn ist der ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie in Karlsruhe. Herr Professor Mehlhorn, Sie haben ein Thema Operation um Leben und Tod. Was ist eigentlich Herzchirurgie? Was machen Sie denn da so Großes um Leben und Tod? Der Herzchirurg versorgt Patienten mit angeborenen oder erworbenen Herzerkrankungen operativ. Vielleicht ein paar Zahlen. In Deutschland gibt es 88 Kliniken für Herzchirurgie, die ziemlich genau 100.000 Patienten im Jahr operieren, am Herzen operieren. Dabei entfallen ungefähr 4.000 bis 5.000 Operationen auf die angeborenen Herzfehler, also Kinder und Säuglinge, und 95.000, 96.000 Operationen im Jahr auf die Erwachsenenherzchirurgie, also erworbene Herzfehler. Der Hauptanteil der herzchirurgischen Arbeit ist die Bypasschirurgie. Mhm. Das heißt, die Umgehung mit körpereigenen Gefäßen von Verengungen oder verstopften Herzkranzgefäßen. Der andere große Block ist die Herzklappenchirurgie. Es gibt 4 Herzklappen im menschlichen Herzen, die wie Ventile wirken und den Blutstrom in eine bestimmte Richtung lenken. Wenn die verengt sind oder insuffizient, also inkompetent sind, läuft das Blut nicht dahin, wo es soll und muss repariert werden. Und das ist der große andere Anteil. Also Sie sind derjenige, der diese Pumpe sozusagen wieder organisiert und wieder in Ordnung bringt. In den Ventilen, in dem Herzmuskel, in den Gefäßen, die das versorgt. Ja. Da muss man ja den Brustkorb dazu eröffnen. Wie macht man das? Muss man das? Ich kenne diese Patienten mit diesen riesengroßen Narben, das war ja eigentlich früher so üblich. Das sieht ja nicht so besonders schön aus. Ist das immer nötig? Nein, das ist heute nicht mehr nötig. In der Tat, früher wurden die großen Operationen mit solchen Schnitten gemacht. Das ganze Brustbein wurde eröffnet. Wir haben heute viele minimalinvasive Techniken, in denen teilweise 2 bis 5 Zentimeter lange Schnitte reichen, um technisch die gleiche Operation durchführen zu können, wie wir es damals mit großen Schnitten gemacht haben. Das heißt, große Chirurgie mit kleinen Schnitten? Das kann man so sagen. Heißt das, dass das Bild des Herzchirurgen sich verändert hat? Ist die Ausbildung jetzt anders geworden als früher? Der Herzchirurg hat in der Tat heute eine andere Ausbildung. Er muss natürlich sein Grundhandwerk auch beherrschen. Aber ich glaube, gerade die Zusammenarbeit mit den kardiologischen Kollegen hat dazu geführt, dass auch der Herzchirurg mit diesen Methoden vertraut ist und mit minimalinvasiven Kathetertechniken umgehen kann, zumindest zum Teil. Sodass sich die kardiologischen Kollegen und die herzchirurgischen Kollegen, bestes Beispiel sind die Katheterklappen, die immer zusammen implantiert werden, mit dem Kardiologen und dem Herzchirurgen am Tisch. Vorher wird die Indikationsbesprechung gemeinsam gemacht im sogenannten Heart-Team. Und es wird jeder Patient individuell angeschaut und für jeden Patienten die individuell nach Leitlinien beste und schonendste Methode gewählt. Nun sagen wir ja, Sie haben es gesagt, die Kardiologen ersetzen diese Klappe per Katheter. Aber es gibt ja viele Patienten, die, sagen wir mal, das nicht bekommen können, die kathetergestützte Klappe. Da muss man ja wieder noch und muss man ja weiterhin operieren. Wie geht man denn da vor? Wo ist denn da die Schnittführung? Viele Patienten haben ja Angst, wir haben es gerade gesagt, auch von dieser großen Schnittfläche, die man da hat im Brustkorb. Wir machen heute 98% der Aortenklappenoperationen, die nicht mit einem Katheter versorgt werden, also die chirurgisch versorgt werden müssen, über einen Zugangsweg ungefähr 4 bis 5 Zentimetern, entweder hier am Brustbein oder parasternal, also neben dem Brustbein, zwischen den Rippen hindurch. Bei der Mitralklappe können wir bei fast allen Operationen, das ist die Klappe zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer, können wir bei fast allen Operationen mit einem ca. 3 bis 5 Zentimeter langen Schnitt von der Seite, von der rechten Seite unterhalb der Brust operieren, gehen zwischen den Rippen durch, müssen also keinen Knochen eröffnen. Man muss zum Herzen kommen, ja, aber natürlich durch wesentlich kleinere, schonendere Zugangswege. Heißt, der Brustkorb bleibt nachher erhalten. Den Patienten diese Angst nehmen, zu sagen, also das sieht nachher nicht aus wie, Entschuldigung, ausgeweidet oder irgendwie große Verletzung. Das war ja früher in der Tat so. Das ist ja heute doch viel einfacher und angenehmer geworden, wenn man das so sieht. Die Frage auch noch etwas. Früher hat man diese Herzklappen ja ersetzt. Das waren ja alles Klappen, die klapperten in der Tat. Man konnte also auf diese Entfernung hören, ob man es ein Klappenpatient ist oder nicht. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Und dann war doch das Problem, wie macht man es heute? Ist das alles Klappenersatz oder Klappenrekonstruktion? In der Aortenposition, also die Klappe zwischen linker
Kammer, linker Herzkammer und Hauptschlagader, Aorta, ist der Ersatz in der Regel das häufigst durchgeführte Verfahren, aber heutzutage fast ausschließlich mit biologischen Herzklappen, also die aus Rinder- oder Schweinegewebe hergestellt werden, in jeder Größe erhältlich sind. Die mechanische Herzklappe, die so klappert, wie Sie es eben angesprochen haben, ist inzwischen eine Rarität geworden. Die Mitralklappe, also nochmal die Klappe zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer, wird in Karlsruhe zumindest zu 95% repariert und nicht ersetzt. Also das war spannend. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben viel gehört über moderne Herzchirurgie. Falls Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund.